Berlin kommt im Pokal nach Köln, aber die Kölner werden nicht den Weg weiter nach Berlin machen können, weil Union trotz Zweitligist eine Nummer zu groß ist für einen Regionalligisten wie Viktoria Köln. Ich bin mir sicher, dass Viktoria den Pokal rocken wird. Es gab zwar einen großen Umbruch, aber bei den Stammspielern hat sich eigentlich nicht so viel getan. Und die gleiche Mannschaft, die letztes Mal gegen Hertha ein wirklich geiles Spiel abgeliefert hat, steht in ähnlicher Konstellation wieder auf dem Feld. Der Höhenflug aus der Vorbereitung hat bei Viktoria so ein bisschen sein Ende gefunden. Mit dem 1:1 bei RWO ist man auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Was auch noch ein großer Faktor ist, ist, dass Union Berlin mindestens genauso lange in der Vorbereitung ist und jetzt auch schon voll im Saft steht. Das Spiel gegen Hertha letzte Saison haben ein paar individuelle Fehler entschieden. Wenn man die gegen Union abgestellt kriegt oder ein bisschen mehr Glück hat auch im Spiel, der hätte sogar gegen Bundesligisten eine Chance. Und gegen Union Berlin kann es dann das recht klappen. Als Zweitligist hat sich Union Berlin in der Liga einiges vorgenommen. Sie wollen endlich mal aus dem Mittelfeld raus und den Aufstieg anpacken. Das gleiche hat Viktoria auch vor, nur halt zwei Ligen runter. Und da sehe ich halt dann schon Sphären, an die die Höhenberger nicht ganz drankommen. Die Ausfälle von Daniel Reiche und Patrick Krogenkiewicz tun vielleicht weh in der Innenverteidigung, aber Kaczmarek hat den Kader auf jeden Fall breiter aufgestellt und deswegen glaube ich, dass das zu beheben sein wird. Und Brenzka ist ein pokalerfahrener Mann, der kann das. Mein Tipp für das Spiel wird sein, es bleibt lange offen, Viktoria Köln wird lange das Unentschieden halten, aber am Ende reichen die Kräfte nicht und Union wird das Spiel knapp für sich entscheiden und 1:0 gewinnen. Viktoria macht hinten dicht und Union schafft vorne gar nichts, deswegen gewinnt Viktoria 11:1.